die Technische Universität Dresden, die Universität Hamburg, die Universität Heidelberg. Wir sind bitter enttäuscht. In dem Alphabet fehlt Freiburg. Und das ist bitter für alle von uns, denn sie alle haben sich in den letzten Wochen, Monaten, fast Jahr in unglaublicher Weise für diese Universität, für unsere Strategie, für unsere Ideen engagiert. Ich kann Ihnen nur sagen, die Konsequenz, die wir ziehen müssen, ist, dass wir unseren Weg konsequent fortsetzen, den wir mit der Vorbereitung dieses Antrags gegangen sind. Wir werden dies tun können. Wir werden es nicht tun können mit dem Schub, den wir durch eine erfolgreiche Bewerbung erreicht hätten. Aber wir dürfen uns nicht irritieren lassen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn Sie die Bewertung lesen werden für unsere Universität, werden Sie nicht glauben, dass wir heute nicht genannt worden sind. Und das ist das, was uns Mut geben muss, was uns die entsprechende Dynamik und Agilität geben muss, dass wir jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, sondern uns selbst sagen, wir sind ein tolles Team, vom Hausdienst bis zu den Professoren, bis zu den Freunden der Universität, und wir werden diesen Weg weitergehen. Wir lassen uns nicht durch diese Entscheidung von diesem Weg abbringen. Wir sind eine der besten deutschen Universitäten und wir werden es auch bleiben, wenn wir konsequent diesen Weg fortsetzen.